Okay, willkommen im nächsten Part. Wir, kann ich runterhopfen? Ich kann. Die Kanalisation versuchen zu durchqueren. Nein, das ist die Kanalisation, waren wir schon. Die U-Bahn-Station ist das gleiche. Oh, wait. Hier geht's einen Weg rauf. Ah, das schaut nach dem Weg weiter aus. Schauen wir uns unten noch um. Oh, da. Okay. Keine Energy Drinks für mich. Hier auch nichts Cooles. Hier auch nichts Cooles. Nichts Cooles unten. Man kann Xerx mehr gesehen. Okay, anscheinend hätte ich einfach weitergehen können. Gut zu wissen. Hey, da ist doch wer. Wer bist du denn? Le Dog. Du sprichst nicht viel, Le Dog, ha? Kaffee. Oder Tee. Sieht ja nach Tee aus. Oh ja. Was rauszoomen? Ah, oh, verdammt. Ich kann es nicht lesen. Jetzt. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Aber oh, wirklich. Noch weiter oben. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Nerd. Das war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Nee. Da spiele ich auf jeden Fall lieber Videospiele. Attacke. Noch immer nichts zu sagen. Wie sieht's jetzt aus? Na? Na, nicht mein Style. Wow! Was rennst du weg? Das sieht nach irgendwelchen U-Bahn-Gangs aus. Ayo. Oh. Ich such Clementine, Unruhestifter, Außenwelt rebellisch, bitte jegliche Sichtung melden. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Joss, dass du nicht so rumlaufen darfst, das ist gefährlich. Ey, so ein Roboter habe ich noch nie gesehen, du siehst flauschig aus. Ah. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird. Richtig? Du solltest jemanden anderen fragen. Ich bin hier so sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Hey, Josh. Oh. Eine Lüge. Okay, Polizei haben wir hier. Identität, bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Nein, kein Reboot. Das Gleiche. Bitte, lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Okay. Jetzt, wir sind, ich schätze, wir sind in der Mittelwelt jetzt. Mit irgendwelchen Robotern. Versteck.
dachte, den kann ich legen. Warum bist du traurig? Bester Freund der Katze. Ohne Bord. Hörst du das da unten? Diese Ebe. Diese Flut. Die Stadt verfolgt mich. Sie verspottet mich. Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Sie war wie ein frischer Wind. Und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Okay. Hey, du. Wer bist du? Ich rede mit. Oh, das tut mir aber leid. War Push-Ups gefällig? Nein. Kein Smalltalk auch nicht. Du hättest besser aufpassen sollen, wo du hingehst. Hier komme ich durch. Hier gibt es doch irgendwas. Okay, okay. Nichts hier. Ich sehe nichts. Dann weiter. Stadtzentrum, ein Katzensprung entfernt. Open up! Ich gehe jetzt zur Arbeit, wir sehen uns später. Geschatz, sei auf der Hut vor den Wächtern, sie verhaften schnell und ohne Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, kleines, mir geht es gut. Vielleicht sind wir fertig mit den Zirks-Fights. Schau mich an, wie ich deine Couch zu kratze und du nichts dagegen tun kannst. Ah, da war ich gerade. Treffen. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und am nächsten Tag auch meinen anderen Arm. Und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe. Werde ich dasselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Sehr tief, sehr tief. Oh hey, das, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Ah ja, du kennst sie nicht. Natürlich. Natürlich. Noch im Oktober, 11. Was gibt es sonst noch? Bei Neko-Koop arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wieder verwendet wird. Ja, genau. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeit von dort hatten. Was ist ein cooles Bild? Hey, das ist deine Adresse auf der Rückseite. Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Jetzt sollte ich mir mal das Bild anschauen. Untersuchen. Ja, aber ich sicher weiß, was das sein soll da. Immer stirbt schon wieder. Ah. Nichts. Tut mir leid, Kleines, du kannst hier nicht spielen. Die Neko. Koop-Fabrik ist kein Ort für ein kleines Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, mach
Machen wir gleich wieder auf, natürlich. Cooles Bild, das ist seine Adresse auf der Rückseite. Ja, okay. Also komme ich da vielleicht noch rein. Oder erst im nächsten Spiel. Nein, rauf. Ach, verdammt. Was ist da? Und jetzt? Dort gibt es auch viel Müll. Ich habe zu tun, was willst du? Keine Wort. Oh, ja. Natürlich. Eine Box, wie konnte ich widerstehen? Ich konnte nicht widerstehen. Was würde dieses Zeichen? Irgendwo Neues hin. Das schaut noch was aus, was mich wohin führen könnte. Nein. Auch nicht. Verdammt. Ein Türsteher. Ich glaube, es geschlossen haben. Ach, wer bist du? Die Polizei, alle sind auf der Suche nach hier. Ich glaube, das sind nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Ah, sehr verdächtig. Hier gibt es auf jeden Fall viel zu tratschen. Diese Garner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einen Haufen Ersatzteile landen. Und du? Achso, er ist der Händler. Das heißt, ich kann dem Typen eine Batterie bringen. Code 8542. 8542. Wo ist der Safe hier oben? 8, 5, 4, 2. 5, 4, 2. Gartenabzeichen. Was ist mit der Batterie für den Typen? Okay. Sorry, Bro. Keine Batterie für dich. Hier war ich. Nächste Seitengasse. Jedenfalls. Ziemlich cooles Flair hier. Hey, yo. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Sagt mir nichts, ist tot. Überall hängen ihre Bilder. Nein, Energy Drinks? Ich krieg nichts raus. Schade. Ab, nächste Bar hier. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam. Und jetzt ist sie geschlossen. Ich war mal ein Barkeeper damals. Dann habe ich den Schraubenzieher ins Knie bekommen. Jetzt bin ich nur noch eine Wache. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einziger Kunde. Versucht bitte ihn nicht wegzuvergraulen. Oh, traurig. Soll ich dir auch mal einen Schraubenzieher ins Knie hauen?
Okay, verdammt, hier gibt es viel zu untersuchen. Ah. Was du arbeitest, Arbeit. Slippy, verliere ich. Slippy, verliere nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine, sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite des Hauses gleich rechts, wenn du meinen Laden verlässt. Ich muss mich zuerst umschauen. Autsch, was ist das für ein komisches Gefühl? Dein Kopf wurde abgeschraubt, damit du einen Haarschnitt bekommst. Was eigentlich? Was hier? Hier gibt es so viel zu erkunden. Okay, raus hier. Gleich rechts. Das heißt, wir gehen nach links. Du! Ah! Ja, you're the chosen one. Du bist der Auserwählte. Glückwunsch, Cowboy. Ah. Typ, der vorbeigeht, ist doch mal eifersüchtig. Habt ihr noch was passiert? Ah, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt über seinen Genitalbereich hupfen und ihn abkratzen. Thank you. Ah, der Popo. Oh, oh, tut mir leid. Sorry, Popo. Tut mir leid, der Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Ey, was das für ein Bild? Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von der Außenwelt. Ah, cool. Güte gibt's hier. Kann ich mir einen Hut holen? Okay, wo ist... Da ist der Club-Eingang. Also hier geht's weiter. Von hier bin ich aber schon gekommen. Hier, Kleidungsgeschäft. Bist du einer dieser jungen Rabauken, die den ganzen Tag laute Musik hören? Fass nichts an, mach keinen Lärm und frag nicht nach einem Kredit. Wer sind die denn? Ihre Klamotten sind furchtbar, schick sie zu mir, falls sie trendy aussehen wollen. Ich habe lieber einen Poncho. Kann ich da nichts machen? Oh. Okay, wenn dann sind wir nichts Perverses. Oh. Gegenstand einfügen dann. Ich weiß nicht, ob mir das Kratzen irgendwas mal bringt. Oh! Ja, ja. Was zum Teufel? Okay, wo bin ich jetzt? Ah, hinterm Laden. Ah, da war ich noch nie. Zur Hölle mit den Wächtern. Lange lebe die Außenwelt. Leer für die Außenwälder. Nur noch Clementine übrig anscheinend hier. Okay.
Komm ich hier rein? Nein. Hier komme ich rauf. Ob es hier mal was gibt. Schaut so aus, würde das mich weit hinaufführen. Doch mal was Cooles geben, oder? Das ist doch nicht nur ein Aussichtspunkt. Das würde mich enttäuschen. Muss was übersehen haben. Nein. Verdammt. Nichts. Schade. Jo. Da ist ein angesagtester Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was für ein hübsches Bild. Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Ja, ja, okay. Apropos. Popo schlaft. Die Polizei. Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Oh, nein. Einen Schritt weiter. Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Keinen Schritt weiter. Er schaut nicht happy aus. Gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen, wurde von der Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Warum? Was für ein schönes Bild. Ja, ich glaube, sie mir komplett bekannt. Vielleicht kann mir nicht sicher sein. Meine Festplatte ist immer und meint etwas lediert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du solltest jemand anders fragen. Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben einen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre aufzusitzen, er ist sehr vorsichtig. Armer Pablo. Oh, Clementine, wenn ich du wäre, würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen. Ja. Sie wird von den Wächtern erwischt, doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicher finden. Nur sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger am Land ziehst. Eine Katze, was wollen sie tun? Mich ins Gefängnis stecken? Die Wächter können mir doch gar nichts ab. Auf hier. Mein Lieblingsessen. Heiße Luft. Hey du, eine Portion heiße Luft bitte. Was kann ich heute Abend für dich tun, Chef? Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Nein. Hast du keinen Catnip für mich? Scheint, hat hier niemand was für mich. Okay. Dann gehen wir Richtung Clementine. Ob hier ist noch ein Laden.
Yay! Ich habe versucht, ein Zielbot runterzuladen, um der Beste bei diesem Spiel zu sein. Hab mir aber eine Malware eingefangen. Oh nein. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommen mir alles schräg vor. Ja. Seltsam. Jo. Ich habe jedes Spiel gemeistert, das es jemals gab. Aber wie das hier funktioniert, kann ich dir echt nicht sagen. Kapier ich hier irgendwas nicht richtig? Ich habe dieses Mädchen schon mal gesehen, glaube ich. Sie sucht nach Informationen über alles Mögliche. Sehr seltsame Gerätschaft, seltsam. Hey Jungs, was geht ab? So einen kenne ich nicht. Ich mache so ziemlich alles. Das Bild, ja, ja, okay, das kennen wir schon. Barkeep. Was darf es heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus deinen kleinen Augen gigantisch groß vorkommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Ich glaube, dieses Mädchen habe ich schwer. Okay. Ja, das kennen wir auch schon. Und du? Hey, cool hier. Ah, nichts Interessantes. Anscheinend weniger zu tun in dieser Stadt. So. Redet nicht. Okay. Und ihr so? Es ist nicht sowas von cool im Moment. So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren könnte. Sein Name ist Yo. Oh ja, ich kenne sie. Ja, okay, das hatten wir auch schon. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe. Das nicht. Hier ist es doch toll, warum weggehen? Du bist nur high, Alter. Du bist nur high. Mo und Jo. Mo und Jo. Mojo. Verstehe. Verstehe. Okay. Was haben wir hier für ein Stadtteil? Das ist die Residenz. Hey, Jo. Hey, Dumpfbocke, wir können dich auch sehen. Ah, die Kamera. Hast du die Kamera an? Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Ich, die Kassetten gönnen uns, weißt du nicht, dass man sie nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür musst du etwas für Jenna, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals verstoffen? Okay, Kameras zerstören soll ich. Wie auch immer ich das mache. Wahrscheinlich was draufschmeißen von oben. Das würde am meisten Sinn machen. Schauen wir mal. Wo diese Folge gleich mal vorbei sein wird. Oh, ja, ja, ja. Ah, einfach drauf hupfen. Da ist eine. Wahrscheinlich ein Kabel vernichten oder auch drauf hupfen. Es sind ziemlich leicht zu zerstören, diese Kameras.
die letzte. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erst alle meine Kugellager geölt. Okay, wo ist die letzte Kamera? Box. Eine Kamera fehlt noch. Okay, wo ist sie? Zeigt sie mir. Ich blind. Ich ganz oben. Jo, wer bist du denn? Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Da hinten ist seine Adresse. Ist genau hier. Okay. Ah, wo ist die letzte Kamera? Die letzte Kamera. Eine von den Türen hier wird es sein. Oh, bevor ich weitermache, an random Türen kratzen. 19 Minuten, okay, nein, ich muss die richtige Tür finden. Sonst bekomme ich keinen Checkpoint. Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe. Aber lass uns trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Okay. Was ist die richtige Tür? Nein. Nein, er hat gesagt, das war im Obergeschoss. Also, auf in den Obergeschoss. Kameras? Nein. Was zum Teufel? Diese Tür wird sein. Ah ja, ich komme hier durch. Hopp. Auch ein Checkpoint. Ich dachte, du wärst ein Gesandter, egal wer bist du. Was willst du von mir? Warte, also Zabalta hat endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du gerade nicht.
Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewifft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. War das ein Checkpoint? Yes. Yes. Das war ein Checkpoint. Okay. Das ist eine lange Folge. Krass. Okay, okay, ja. Passt. Ich brauchte diesen Checkpoint. Peace out. Peace out.